Ihre Bevölkerung sehnt sich das nach ist praktisch. Gemeinschaft. Was? Schon 2 Stunden um. Wir haben hier keinen Zugriff auf den Marktplatz. Ach, deswegen, verstehe. 2 Stunden! Das ist zur Hälfte bestimmt gelogen. Wie schön, dass man euch mit derlei. Speichern. Wir kaufen seine drei. Wir kaufen 2 billigsten Inseln von ihm und dann. Was ist das hier? Wie schön, dich wiederzusehen. Macht euch in der Ratsversammlung einen Namen, bevor es ein anderer tut. Na, warte, wenn ich erstmal groß bin. Du bist doch fast groß. Sie hat sich in meine roten Pauspäckchen verliebt. Ja, ja. Das kann ja nicht mal ich glauben. Okay, gut, das war echt eine schlechte Lüge. Und mittleres Handelsschiff. War teuer, ich weiß. Wir hoffen, dass es sich lohnt. Aber ich habe einen wunderbaren Weg, wie wir sein Geld kommen können. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Und zwar brauchen wir dafür so eine Hilfsflotte. Was habt ihr denn, seid ihr verschwiegen genug, um diesen Auftrag auszuführen? Ja. Der Flaggschiff hat die Verlangsamung runtergelegt, jetzt könntest du hier hingehen. Wir haben ein neues Schiffchen. Die Olene. Wir erstellen eine neue Route. Nennen wir sie Aufstockung. Nicht Aufstocking, sondern Aufstockung. Von da, rüber nach hier. In Kurast 40 Tonnen. Und 40 Tonnen in Aschgabat. 40 Tonnen und in Goldfurt 40 Tonnen. Die Olene macht das. Ich hoffe, dass es auch passt. Ich wusste, man kann euch in dieser Sache trauen. Das könnte doch ganz schön ausblutend wirken, ja. Wie viel ist das Lager hier drin? 119 Tonnen. Theoretisch sind immer 2 Lieferungen automatisch drin. Das müsste nicht reichen. Mit den 40 Tonnen. Gehen wir runter. Reduzieren wir es auch auf 20 Tonnen. 2x 20 Tonnen, dann wird das schon irgendwie gehen. Ihr müsst euch eurer Neugier nicht schämen. Auf Erde. Ihr seid der Erfüllung eurer Wünsche. Geschäft ist Geschäft. Auf ehrliche Geschäfte. Allah segne euch für eure Zuverlässigkeit. So, unser Plan. Wir verstärken die Hilfsflotte und fordern die dann an. Eine Produktion kommt zum Ende. Und dann verkaufen wir die. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Und dann haben wir mehr Geld, als wir in näherer Zeit ausgeben können. Danke. Ihr habt den Kaiser. Komm schon. Mach mit. So und so und so. Dann geht's noch Flock rüber. Dann hier möchte ich einen Landungssteg stehen haben. Ja.
Ihr habt wirklich gedacht. Der Rat der Zehn weiß eure Dienstfertigkeit zu schätzen. So, was brauchen wir hier? Arbeiter stehen bereit. Wir warten nur auf ein Zeichen von euch. Danke, Shukran. Ihr habt dem Sultanat einen großen Dienst erwiesen. Das glaube ich, was wir brauchen, nicht wahr? Wenn ich hier Grabungen durchführen soll, benötige ich auch die entsprechende Ausrüstung. Ich bin gern bereit, mit euch zu handeln. Ihr habt ein gutes... Meine Lager stehen euch je... Ich helfe euch gerne aus. Ihr habt ein gutes Geschäft gemacht. Ich werde dem Kaiser... Es ist nicht das Schwert, das tötet, sondern die Hand, die es führt. Ja. Ich werde dem... Tu mir einen Gefallen, nimm die Schiffe zurück. So viel dazu. Das war Verschwendung. Wir können hier die Schiffe offenbar weder verkaufen. Besser ihr belastet euch nicht mit dem Wissen um den Auftrag dieses Schiffes. Allah segne euch für eure Zuverlässigkeit. Wir hätten das Geld deutlich besser in Darlehen stecken können. Ihr werdet Gelegenheit erhalten, eure Verbundenheit zu bezeugen. Geht ihr mir... Wohltätigkeit ist eine der Säulen... Geht ihr mir bei dieser Sache zur Hand? Viel Spaß. Selbstverständlich. Ich werde sofort mit der Grabung beginnen. Versenken. 31 Tonnen Brot, wie lieb. Ich glaube, das könnte es wert sein, die Leute ein bisschen aufsteigen zu lassen. Können wir schon Schauspieler ausbauen? Ja. Schauspieler wird einen riesigen Umfang haben, damit eine ganze Menge Bürger reinziehen können. Das ist der Bereich, den wir hier aktuell haben. Ich glaube, es wäre sinnvoller, stattdessen ein Wirtshaus zu bauen. Ja, ein Wirtshaus wäre sinnvoller. Und zwar an diese Stelle. Deutlich sinnvoller. Den Bauern bezahlen echt nicht so viel. Das schon macht Spaß. So, wie geht's den Vorräten hier jetzt? Ausgeblutet? Nein, die kommen noch klar. Wo ist die Olene? Haben wir hier inzwischen schon eine Ladung von dem Zeug gehabt? Ja, haben wir. Gut, wir können, ich glaube, wir können es leisten, die Aufstockung zu erhöhen. 30 Tonnen. Wir erhöhen das sehr vorsichtig. Ich will nicht, dass wir aus Versehen unsere Haupteinnahmequelle ausbluten. Dann ganz blöd aus der Wäsche gucken. Das abzufangende Schiff wurde versenkt. Okay. Macht einfach eine Weile hin, dann lassen wir euch alle auf einmal aufsteigen. Ich bin froh, dass ihr euch dieser wichtigen Angelegenheit... Und rüberbringen. Seht nur, welch bedeutender Fund. Wir müssen geduldig. Gute Arbeit. So, wir müssen bei Leif ein bisschen. Und sie weinte, bitte. Jetzt aber mal ganz ehrlich. Du willst mir das dichten? Danke, Shukran. Ihr habt dem Sultanat... Habt ihr eure Pflicht erfüllt und den Auftrag ausgeführt? Wochenlang hat ein Mann auf den Straßen von Norfolkstadt für seine kranke Familie gebettelt. Nun zeigt es, dass er ein Betrüger ist. Stellen Sie ihn. Ich wusste, man kann euch in dieser Sache trauen.
29 auf einmal. Uff. Bürger dürfen wir das einziehen. Das hält nicht großartig gut, muss ich sagen. Wir könnten das Zeug selber hier herstellen, ich weiß. Aber wenn wir schon die Herstellung haben. So, wie sieht es hier aktuell aus? Kann bei beiden noch sehr gut mithalten. Hier wiederum können wir ordentlich Kohlen rausziehen. Aus einem einfachen Grund. Das sind echt nicht viele Nomaden. Das heißt, wir können auch deutlich mehr Nomaden da rein prügeln. Welches Bauvorhaben plant ihr? Geh weg. Nein. Wir machen einfach diesen Bazar einmal voll und dann schauen wir, wie viel wir dabei rumkriegen. Eine Produktion kommt zum Erliegen. So, und dann können wir hier die Hütten weit lang ziehen. So und so, wir können... Der Beetplatz wird nicht mehr oben drauf gehen, den brauchen wir nur fürs Aufsteigen und da wir sowieso nicht vorhaben, die aufsteigen zu lassen. So, verdoppeln wir einfach die Bilanz, die dieser Ort hier mit sich bringt. Plus 700, schlamm mich tot. Plus 4000, okay, was sind so Ausgaben dann bitte? Oh. Wir haben mörderische Ausgaben, könnte man sagen. 18 weitere, bitte. Und geben wir ein bisschen Gummi. Ich werde dem Kaiser von eurem Einsatz berichten. Gib mal her. Ihr habt hier das Sagen. Nun sorgt dafür, dass es so bleibt. Wie gemein! Ja, ich weiß. Ich bin ein böser Mensch. Wieso hast du uns? Nicht zu sehr. Ja, guck mal, wir bezahlen dich. Ach, deine selbstlose Spende inspiriert mich zu einer Ballade. Tu's nicht! Wie schön, dass man euch mit derlei Angelegenheiten betrauen kann. Ja, halt eine Tribute, ja, das ist nett. Gut, jetzt müssen wir uns im Weg nur noch durchkaufen. Und jetzt keine großartigen Sorgen um irgendwas machen. 29. Ja, aber wenn sie Zahlen maßgeblich überschreiten können. Danke. Aber jetzt können wir die Bauern auf glücklich setzen. Na klar, können immer noch ganz viel aufsteigen.
Danke. Aber wir haben jetzt Bilanz von plus 2000. Einen großen Dienst erwiesen. Wir müssen nicht noch weiter wachsen. Diese Angelegenheit hängt von eurer Unterstützung ab. Übrigens, hier wird viel Spaß mit dem Brot. Da gehen wir den Aufträgen hier unten nach. Ah, schön, dass ihr da seid. Übrigens, wie viele Aufträge haben wir gerade aktuell? Beim Barte des Propheten. Ich muss sofort dem Sultan davon berichten. Das ist in diesem, nicht wahr? Welcher? Ach, der eine Auftrag ist fehlgeschlagen. Ich hasse das Spiel. Bin gespannt, ob das tatsächlich als Auftrag ist. Wir waren bei 1086. Stell dir vor, ich... Oh, dass du mich besuchen kommst. Na warte, wenn ich erstmal groß bin. Wir haben von eurer Gruppe... Ihr öffnet uns die Stadttore. Vergesst Gold ist euch kein nie. Problem mehr. Wir Merkt haben ihr denn nicht, wie unzufrieden die Leute sind? Seid bedankt für eure tatkräftige Unterstützung. 1086 waren wir gerade. Hat das gezählt als einen Auftrag? Tatsache. Jeder einzelne Lieferung zählt als erfüllter Auftrag. Dazu kann ich nur sagen, so, das ist theoretisch der ideale Weg, einfach mal ganz kurz das Spiel laufen zu lassen und Aufträge farmen zu lassen. Vor allem könnte es vielleicht sogar fürs Faktotum helfen, wenn es 30 Aufträge sind und man unterdessen keinen einzigen auslässt, da versagt. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Der Rat der Zehn besitzt unzählige dieser Schiffe. Sie sind das Herzstück unseres Erfolgs. Ich bin froh, dass ich euch diese wichtige Angelegenheit anvertraut habe. Theoretisch könnten wir diese Route unterbinden. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Und die Olaine mitmachen lassen auf der anderen Route. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Na gut, das ist ja mal verhöht aber schon maßgeblich die Menge an Geld, die wir aus den Patrizien rauskriegen. Also lassen wir es erstmal so, wie es ist. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr. Also hier. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Es ist mir eine Ehre, dich begrüßen zu dürfen. Mein Barthaar beginnt zu sprießen? Kann ich dem Sultan... Ein Loblied. Kann ich dem Sultan von eurem Erfolg... Ich bin froh, dass ich euch diese wichtige Seid bedankt für eure... Das ist sehr hilfreich. Das ist auch eine Option, um mal 1000 Aufträge zu kommen. Wie ist es euch inzwischen? Ich hätte nie gedacht, dass du dich an mich erinnerst. Tue ich auch gar nicht. Wer die Macht hat, hat auch Feinde. Denkt daran und handelt danach. Nein, ich bin jetzt nicht traurig. Das ist sehr löblich. Was? Ich glaube, wir lassen die Brot... Allah segne euch. Lass die Brotputzen laufen. Zuverlässigkeit. Nur einen Tag lang wäre ich gern so erfolgreich wie du. Das braucht wirklich nicht viel, um diese Aufgabe zu vollbringen. Ja klar. Und übernehmen die einfach in diese Route. Genau. In Sangheim möchten wir nämlich Brot einsammeln gehen. Was wir denn in Goldsfall loswerden wollen. Das einzige Problem ist, dass wir das Ganze natürlich stark langsam, also müssen wir dann entsprechend, damit es gleichfunk bleibt, hier aufstocken, weil die Route länger geworden ist. Außerdem habe ich das Gefühl, diese 10 Tonnen werden auch keinen Unterschied mehr machen hierbei. Die Produktion hier ist so wahnsinnig unterwegs. Was wir aber einreißen können, sind die ganzen Militärgebäude. Die braucht kein Mensch. Oder das hier. Die ganzen Holzfäller. Eisenmine können wir auch einstampfen. Steinmine können wir einstampfen. Wir lassen hier nur das Getreide laufen.
Während der Rest kann von mir aus sonst wo landen. Danke. Ihr habt dem Kaiserreich einen großen Dienst erwiesen. Die werft dann weg. Für die Unterhaltskosten, die uns das alles kostet. Genauso wie übrigens hier. Diese Werften machen wir dicht. Oh, gleich nochmal. Wir sind etwas ganz Großem auf der Spur. Wir sind Quicksave. Vor allem, weil wir mit dem Szenario zu gut wie durch sind. Wir haben das nötige Geld, arbeiten durch Lives Bettchen durch. Wie schön, dass man euch mit derlei Angelegenheiten betrauen kann. 100.000 für sein. Denkt daran, oh Gott, das wird teuer. Alles ist käuflich. Selbst die ehrwürdige Ratsversammlung. Wie nett, dass du mich besuchen kommst. Ich habe meine Lektion jetzt gelernt. Ganz bestimmt. Sinnvoller, denke ich mal, ihm erstmal seinen Rat abzunehmen. Na, so eine Überraschung. Weil ich glaube, dass es teurer ist, weil 300.000, das scheint nicht großes Unterschied zu machen. Dann kaufen wir uns hier möglichst entweder alle ein. Mal sehen. Lasst uns dem Rat der 10 einfach erzählen, dass dies nicht euer Tag war. Den Teufel werden wir tun. Ich habe vorhin gespeichert. Haha, diesmal nicht Spiel. Oh Gott, das wird den Speicher doch werkeln, nicht wahr? Egal, diesmal nicht Spiel. Ihre Gebäudeauswahl wurde vergrößert. Oh, verdammt, das kriegen wir so oder so nicht hin. Das hat es zu klappen, wir haben kein Schiff in der Nähe. Doch, haben wir. Entschuldigung. Hoch da. Komm schon, du schaffst das. Ihr habt wirklich keine Erleichterung, nicht wahr? Ja, jetzt sofort. Flaggschiff, geh jetzt Musik abholen. So nicht Spiel. Quick Save. Spiel gesichert. So, und wie jetzt nett, dass du mich besuchen kommst. Mit jedem Ratssitz steigt euer Einfluss auf dieser Insel. Sag mir wenigstens, was ich falsch gemacht habe. Wie schön, Existenz, dass man euch mit derlei Angelegenheiten betrauen kann. Der Aufwand war die Mühe nicht wert. Oh, was haben wir gekriegt? Einer ihrer Betriebe. Tonscherbe! Hammergeil. Versteh doch. Das ist gut, wir brauchen die Dinger. Für wirtschaftliche Erfolge. Rumpelkammer. Nein, das ist aber nicht der heilige Gral, die Quest, die wir brauchen. Oder die Erfolge, die wir brauchen. Dafür müssen wir ein paar Kausalschiffe niederbrennen. Tonscherbe. Krug, zerbrochenes Relikt, Bruchstück eines Kelchs, zerbrochene Büste, Fragmente einer antiken Statue. Zerbrochenes Artefakt, Kran, Skelettreste. Das sind die üblichen Dinge, die man bei Archäologie findet. Ich wusste, man kann euch in dieser Sache... Immer mit der Ruhe. Man kann immer drauf losgehen. Ihr seid hier immer gern. Seid mir herzlich gegrüßt. Bezahl mich. Ich bin ermächtig. So, Diplomatie, sagst du, steht zu Diensten. Ja, das ist ärgerlich. Aber das hier füllt sich sehr wunderbar auf. Danke, Shukran. Bring das Mosaik mal hier rüber. Es ist der ausdrückliche Wunsch des Kaisers, dass ihr euch hiermit befasst. Oh, Salz geht hier aus. Müssen wir nachhelfen. Fleisch geht hier aus. Müssen wir nachhelfen. Kartoffelschnapp stagniert.
Gut. Testen noch einmal Most, weil wir festgestellt haben, das geht uns auch gerade ein bisschen aus. Oder füllt es nicht so schnell, wie es soll. Ich weiß eigentlich schon, was ich verkaufen kann. Wir können ein bisschen Eisen verkaufen. So, 120 Tonnen Eisen. Gut. Fleisch, würde ich sagen, verdoppeln wir nochmal. Nochmal 4 Metzger dahinsetzen. Salz müssen wir entsprechend verdreifachen. Betrachtet diese Baupläne. Danke. Ihr habt dem Kaiserreich einen großen Dienst erwiesen. Fangen wir mit dem Salz an. Recht positioniert. Es wird eng. Stein. Natürlich lässt sich das nicht kopieren. Wir können die Salzminen bauen, fällt mir gerade auf. Die natürlich maßgeblich effizienter sind. Können wir Kohleminen eigentlich schon bauen? Deswegen müssen wir gleich mal schauen. Nein, können wir nicht, aber wir können die Salzminen schon mal in Auftrag geben. Und dann kann ich nur hoffen, dass die Kohle, die wir haben, ausreichen wird, um das zu unterhalten. Kohle wird ausreichen, aber weil wir explizit Köder da hinsetzen werden. Okay, wir brauchen noch eine weitere Saline, dann nach hier hin. Setzen einen Köder nach hier, der dann hoffentlich auf 100% arbeiten kann. An der Position. Knapp. Wenn wir hier ein bisschen Wasser einsetzen, läuft es dann noch schlechter, verstehe. So kommt er auf 100%, dann müssen wir hoffen, dass der in der Lage ist, sich den ganzen Kram da rauszuholen. Genauso wie er hier. Und hier setzen wir noch einen Köhler hin. Ich bin froh, dass ich euch diese... So. Leifi. Es ist mir eine Ehre, dich begrüßen zu dürfen. Die ganze Nacht. Entschuldige, wir uns den nächsten an. Dass ich dich dazu provoziert habe.
So. Dann Fleisch. Ziehen wir die so lang oder? Gute Frage.